Leute, hallo Leute, willkommen zurück. Er hat seinen Text abgebrochen. Ich wollte das Spiel neu starten. Ja, ich möchte meine Kindheit hinter mir lassen und mein Gilde. Die Gilde war jetzt das Leben des Jungen. Immer noch brannten die Flammen von Orgwell in seinen Gedanken. Aber bald dachte er nur noch an sein Training. Und mit jedem Jahr, das verstrich, wurde er stärker und beweglicher. Seine Tage waren angefüllt mit harten Übungen. Nachts studierte er in der Bücherei. Schließlich war er bereit, Gildelehrling zu werden, wie Mace es vorgesehen hatte. Jetzt sollte die wirkliche Ausbildung beginnen. Ich muss sagen, der Mace auf dem Bild gefällt mir eindeutig besser als der Mace, wenn ich nehme. Schlafmütze. Wir sollten uns auf der anderen Seite des Flusses mit dem Gildenmeister treffen. Das war schon vor einer Stunde. Los doch, Beeilung, wer zuerst da ist. Du bewegst dich nicht? Okay. Ja, wir haben jetzt alles gesehen, was interessant ist. Es hat sich jetzt im Laufe der Jahre hier nichts geändert. Wir haben immer noch unser supergeil Schwertzaunstock. Doch, wir können uns mittlerweile rollen. Ja, es ist endlich soweit. Hui, 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 hui. Don't question it. Und doch, ich glaube, es müsste irgendwo einen Typ mit einem neuen Sidequest geben, der von uns möchte, dass wir spatzen. Ach nee, den gibt's erst ab einem bestimmten Moment. Irgendwo läuft hier Maniac rum, der was gegen die Vöchel hat, die hier rumlaufen, der möchte, dass wir sie töten. Den alten Stock braucht ihr nicht mehr. Ab jetzt trainieren wir mit echten Waffen. Dann. Euch an das Gewicht des Schwerts. Mal sehen, ob ihr Whisper treffen könnt. Ja! Also kommt. Mal sehen, was ihr könnt, Bauerntölpel. Okay, damit blocke ich. Okay, bin wieder im Kampfsystem so ein bisschen drin. Oh, ich kann den Move noch nicht. Jetzt passt auf. Was ich euch jetzt beibringen werde, könnte euch eines Tages das Leben retten. Oh, das wird es. Das Leben eines Helden ist sehr gefährlich. Und ihr müsst lernen, die Angriffe eurer Feinde abzuwehren, wenn ihr lange am Leben bleiben wollt. Whisper wird versuchen zu treffen, aber ihr könnt Angriffe mit eurem Schwert ablocken. Nicht alle Angriffe können abgeblockt werden, aber ihr solltet mit allem klarkommen, was Whisper sich für euch ausdenkt. Was möcht ihr uns damit sagen? Whisper ist schlecht. Ich hab ihr jetzt schon den Super Dodge des Todes gegeben, was will sie noch? Nächstes Mal treffe ich euch. Dürfen nicht durchkommen, Junge. Gut. Mal sehen, ob ihr Angriff und Verteidigung miteinander verbinden könnt. Oh, hi. Ah, hallo Donner. Ihr wollt sehen, welche Fortschritte eure Schwester macht, stimmt's? Könnte man sagen. Whisper erzählte, dass ihr sie mit einem Bauerntölpel trainieren lasst. Mace meint, dass der Junge großes Potenzial hat. Genug, um mit Whisper Schritt zu halten? Ha. Sehen wir uns das mal an. Whisper und der Junge arbeiten gerade an ihren Nahkampffertigkeiten. Also Kinder, sehen wir mal, wer beim Training das meiste gelernt hat. Dies ist ein Duell ohne Regeln. Genau wie bei eurer abschließenden Nahkampfprüfung. Macht euch bereit. Hu, ha, schalala. Es ist ein doofer Move, den sie da hat. Das ist total falsch, Whisper. Du musst mehr trainieren. Ja. Wie schade, dass du mich nicht in der Arena kämpfen gesehen hast. Du hättest noch was lernen können. Trainiere weiter, wenn du auch eines Tages da kämpfen möchtest. Ich hätte ihn besiegt, hättest du uns nicht getrennt. Wir sind auch so schon knapp an Helden. Da müsst ihr beide euch nicht auch noch beim Training auseinandernehmen. Sprecht. Darf ich hier die um zum nächsten ganz ruhig. Ich bin beim Bogenschießstand. Oh, noch was zu eurer Nahkampfleistung heute. Sehr gut, Jungchen. Kämpft weiter so und ihr werdet es weit bringen. Danke. Aber ich möchte ein A+. Beim Bogenschießstand zum weiteren Training. Was das bedeutet, sehen wir noch nicht, leider.
Ich muss sagen, mir gefällt das Charakterdesign an sich aus dem Spiel davor besser. Wir lernen jetzt etwas, das ich nicht viel benutzen werde. Setzen wir unser Training mit dem Bogen fort. Ja, Bogenschießen. Bogenschießen, ganz toll. Wir nehmen das da so raus. Jetzt das Ziel. Yay. Ihr könnt doch noch fester schießen. Ja, indem wir den Knopf länger gedrückt halten, können wir schnell, können wir fester schießen. Ihr habt alle Ziele. Wir haben alle Ziele getroffen. Ich überspringe das Gelaber, weil das ist tot. Raus mit dem Bogen. Tack. Gott, wie kann ich denn nochmal... Gut geschossen. Ha, sogar ohne Aim. Mit Todes-Aim. Ach, so kann ich so zielen. Ha, das ist sehr praktisch. Wir sind leider noch so ein bisschen zitterig. Gut, hätte ich das ja... Ich habe einen Knopf vergessen. Ja, schlagt mich dafür. Fuck, warum treffe ich das Ding denn nicht mehr? Ich war mal gut da drinne. Ich weiß, es wirkt an sich nicht so, als ob ich in diesem Spiel gut bin, aber hey. I've cleared it many times. Fuck. Yeah. Nicht übel, aber feuert stärkere Schüsse ab. Ja, das kommt noch. Nein, weil... Nächstes lernen wir die Willens. Ach genau, jetzt müssen wir erst noch den ganzen Käse hier machen. Ich nenne es Käse. Nein, er ist da. Es ist der letzte Tag. Daher zählt dieser Nahkampf gegen Whisper. Ja. Alles cool. Also dann, Whisper und ihr, ich habe einen besonderen Preis. Wenn ihr eine 1 Plus bekommen. Und ich will diese 1 Plus. Ich will diese Belohnung. Und ich empfehle jedem, der dieses Spiel auch spielt, wärmstens. Kommt er das denn durch? Der das Spiel selber spielt, diese Übung zu machen und zu perfektionieren. Gut, das reicht jetzt. Das war beeindruckend. Whisper das sollte sich schämen. 1 Plus. Für diese Note bekommt ihr von mir eine neue Waffe. Das Eisenkatana. Ausgerüstet. Ihr habt es Whisper echt gezeigt. Es ist so stark. So stark. Jetzt ist auch er hier. Das wird jetzt wiederum witzig. Ich möchte nicht, aber ich muss. Der Gildenmeister bat mich, die Bogenschützenprüfung machen wir. Warte, bekam man dafür den coolen Bogen? Oder ja, sobald mein erster Schuss gefeuert ist, beginnt die Prüfung. Ja, diese Prüfung werde ich nicht bestehen. Boah, ich bin echt aus dem Timing raus. Die bewegen sich aber auch so seltsam. So, flöp. Statuieren wir ein Exempel an dieser Puppe da hinten. Gut gemacht. Es ist halt was anderes als in einem Shooter, wo der Schuss quasi sofort in dem Gegner steckt. Der Pfeil hat halt wirklich seine Zeit, die er fliegt. Bis er dann ankommt, wo er ankommt. Und ja. Ich weiß nicht, habe ich. Schlecht. Da bekommt ihr. Vergesst nicht, ihr der gilt. Ja. Ich will das nochmal machen. Ich kann das! Wirklich. Ganz ehrlich und versprochen. Ich würde sowieso nicht mit dem Bogen auf die Art und Weise schießen bei einem bewegenden Ziel. Bei einem sich bewegenden Ziel. Ausgezeichnete Kraft. So,
sollte jeder Schuss sitzen. Okay, 1, 2, 3. Feuer! Das war erstklassig. Sollte aufhören zu versuchen, dann nochmal ein zweites Mal zu treffen. Das wird wieder nichts. Die überschneiden sich da hinten quasi. Ja, aber das wird auch nicht mehr als eine 3. Eine 2 oder... Mit ein bisschen Glück wird sogar die 1, aber hey. Es wird keinenfalls die 1 plus. Nein. Hau noch mal ein paar. Verdammt. Ihr habt einen neuen Rekord. Ausgezeichnet. Ihr bekommt eine 1. Vergesst nicht, der... Ja, aber ich will 1 plus, du! Käfer. Liebkoser. Treffer. Puh. Ich merke was ganz Schlimmes. Ich bin etwas gewohnt. Das darf ich mir gar nicht erst angewöhnen, diese Gewohnheit. Ausgezeichnete Kraft. Ich bin es gewohnt, dass das Fadenkreuz zum einen nicht so wackelt. Ich hatte meinen Bogenschützen ja quasi voll gelevelt. Ich war an sich, glaube ich, fast komplett gelevelt in dem Spiel. Warum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil ich das Spiel viel zu lange und viel zu intensiv gespielt habe. Für gesunde Verhältnisse. Warum hat er da geschossen? Da habe ich X nicht losgelassen. Verdammt. Das versaut mir den Run. Ich habe nie eine bessere Leistung gesehen. Super. Das war gut. Warum freue ich mich nicht? Ich finde die Armbrüste in dem Spiel Schrott. Oh, und ich liebe den Bogen. Und diesen Bogen habe ich mein Lebtag nicht bekommen. Warum, weiß ich bis heute nicht. Wenn niemand mir die logische Erklärung gegeben hat, woher ich diesen Bogen bekomme. Jetzt lernt ihr etwas über die Willens. Genau. Da, Willenskraft, Blitzi, 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 Blitzi. Blitzi, 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 Blitzi. Blitzi, 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 Blitzi. Wartet, bis eure Willenskraft regeneriert. Shit. Aber 20 Punkte sind schon super. Magie sehr gut eingesetzt. Gut gemacht. Warum kann ich Magie zu gut einsetzen? Ganz simpel, ich werde ein Hexenkrieger. Sehr gut, Junge. Ihr habt bla bla bla. Wenn ihr bereit seid, können wir jetzt zu eurem letzten Test kommen. Oder aber ihr erkundet die Gilde noch etwas mehr. Ich glaube, Whisper geht gerade in den Gildenwald, falls ihr sie begleiten wollt. Hoffentlich seid ihr bereit. Der Junge erlernte die Fertigkeiten schnell. Scheiße! Aber immer gab es noch mehr zu lernen. Jahrelang war die Gilde sein Heim, seine Schule und sein Leben. Doch während der ganzen Zeit dachte er immer wieder an die Welt dort draußen. An das Leben, das er verlor, an die Familie, die ihm entrissen worden war. Schließlich blieb nur noch der letzte Tag der Prüfungen. Ein Erfolg wäre das Ende seiner Ausbildung. Er bekäme das Gildensiegel und wäre frei, sein eigenes Schicksal zu schmieden. Er würde ein Held sein. Bevor ihr den Abschluss macht, müsst ihr eine letzte Prüfung machen. Ich kann die Willenskraft... Das war echt gezeigt. Oder kann ich die Willenskraftprüfung... Ah, der Typ ist noch nicht da. Da muss ich irgendwie die Prüfung triggern. But how? Da ist er! Lasst mich zum Willenskraftbereich und ich benote euch. Ja. Ja, dir! Und ich will noch im Willenskraftding benotet werden. Definitiv.
Ich glaube, wenn ich mich ganz richtig erinnere, bekomme ich dafür was ganz, ganz Tolles. Kann aber auch sein, dass ich nur einen Willenskraft-Heiltrank bekomme. Brauchen Lehrlinge Willenskrafttraining? Aber Leute, wir sind bei 15 Minuten angekommen und deswegen sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Fable Anniversary.